So, Harry, aktuell, und zwar hier vom Medica Center in Bayachibe mit dem angeschlossenen Labor. Und auch hier gibt es eine Notaufnahme. Ich melde mich jetzt hier, um zu berichten, wie es hier abgeht. Man braucht ja jetzt, um in Spanien einzureisen, einen gültigen PCR-Test. Und zwar, der braucht hier 24 Stunden. Wir haben gerade machen lassen. In 24 Stunden haben wir das Resultat. Das ist also kein Schnelltest, der ganz normale. Kostet 5.800 Peso. Das sind ungefähr 85 Euro, knapp 90 Euro. Diesen Test können wir dann abholen nach 24 Stunden, also morgen, oder an unserem Abflugtag am Samstag früh und bekommen ihn dann ausgehändigt schriftlich. Dann bekommen wir ihn zugesendet per WhatsApp und wir bekommen ihn auch per E-Mail zugesendet. Also dreimal eine Sicherheit, um dann auch mit diesem Test, der 72 Stunden Gültigkeit hat, um in Spanien einzureisen, dann bei der Fluglinie vorzulegen, die uns nach Madrid bringt und gegebenenfalls dann auch nochmal Gran Canaria. So, also alles wunderbar positiv hier. Muss keine Angst haben, wenn er hier ist. Es gibt mehrere Stellen. Die Preise sind eigentlich alle die gleichen. Und wir warten natürlich auf unser Resultat. So, hier haben wir noch das Wahrzeichen hier von Bayachibe. Hier geht es zum öffentlichen Strand und immer wieder eine Rose mit dabei. Ja, alles sehr sauber, schön aufgeräumt. So, und in dieser Richtung, da geht es zum Hafen, wo die Boote wegfahren, die Tagestouristen nach Saona. Und da werden wir natürlich dann auch mal einen kleinen Sprung hinschauen und dann geht es zum öffentlichen Strand, zum Playa Publico, hier im Dorf, nicht zu verwechseln mit Playa Dominicus Bayachibe, sondern hier ist das Dorf. Gesagt, getan, wir sind jetzt am öffentlichen Strand Publico Bayachibe, vor uns das Hilton Hotel, eines der teuersten Hotels hier. Eine wunderschöne Bucht, ganz ruhig, keine Wellen. Hier liegen auf der linken Seite auch die Boote, die dann die Tagestouren zur Insel Saona machen. Zu unserem Quartier sind es, ja, ich sag mal, also 1 Kilometer zu Fuß. Wir brauchen also hier kein Auto. Und hier gibt es zu essen, zu trinken, für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Unter der Woche ist hier nicht viel los, am Wochenende mit Sicherheit etwas mehr. So, wir verbringen heute einen ganz ruhigen Tag, relaxed, und lassen den Urlaub die letzten 2 Tage ja ganz einfach hier ausklingen. Ich verabschiede mich dann auch für heute und sage bis morgen.